Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu GTA 4. Heute zocke ich mal nicht LCPDFR. Heute zeige ich euch mal ein bisschen den Simple Native Trainer. Ein sehr geiles Tool, womit man so ziemlich alles machen kann in GTA 4. Gehen wir mal drauf ein. Nachdem ihr den Mod installiert habt, drückt ihr die F4-Taste. Dann kommt ihr oben links in ein Menü rein. Da steht dann Optionen, K-Optionen und so weiter. Ich erkläre mal die Steuerung, wie man den Trainer steuert. Ja, wenn ihr eine normale PC-Tastatur habt, dann habt ihr rechts an der Seite dieses Numpad. Ihr müsst darauf achten, dass das Numpad eingeschaltet ist. Dann werdet ihr dann an einer Lampe, denke ich mal, an der Tastatur sehen. Normalerweise dann könnt ihr damit steuern. Mit 2 könnt ihr nach unten steuern. Mit 8 könnt ihr nach oben steuern. Mit 5 könnt ihr auswählen. So. Und mit 4 könnt ihr nach links steuern. Und mit der 6 könnt ihr nach rechts steuern. Das ist an sich ganz einfach. Mit der 0 könnt ihr dann zurück. Und das ist eigentlich auch schon ja, der einfachste, also ist die Steuerung für den Trainer. Jetzt gehen wir mal auf die Funktion ein. Ich gehe jetzt nur auf das Wichtigste ein, ne? Also die Sachen, wo ihr mich gefragt habt, wie ich das gemacht habe. Drehen wir mal die Kamera so, da sieht man das besser. Also wir haben jetzt hier die God Modes. Always God Mode ist, wenn ihr angeschossen werdet oder ne, wie du das nochmal, genau, bei Explosion fliegt ihr dann nicht weg bei Always God Mode. Bei Special God Mode aber, da fliegt ihr noch mit weg, aber ihr sterbt dann nicht, ne? Da ist das Gute daran. Ihr sterbt nicht, aber ihr fliegt durch Explosion zum Beispiel noch weg. Das ist bei Always God Mode nicht so. So. Gravity on off ist ganz witzig, wenn ihr zum Beispiel einen NPC anschießen würdet oder selbst springt, pass auf, dann fangt ihr an zu fliegen. Wenn ihr das dann wieder einmacht, dann fallt ihr zurück auf den Boden. So. Police Ignore Engage Player ist auch selbsterklärend. Also wenn die Polizei dich jetzt zum Beispiel verfolgt, du hast 6 Sterne, dann machen sie gar nichts, dann schießen sie nicht auf dich. Machen sie aber als Nachteil bei den gegnerischen NPCs auch nicht, ne? Als kleine Anmerkung, wenn man zum Beispiel LCPDFR spielt. Never Tired, unendlich sprinten. Also niemals müde quasi. Cargo Mode ist klar, denke ich mal. Auto ist unzerstörbar, kriegt nur Kratzer. Never Wanted, ihr kriegt keine Sterne mehr. No Reload, Unlimited Ammo, also ihr müsst nicht mehr nachladen und habt unendlich Munition. Cops Dispatch, not Dispatch. Ich glaube, das ist so ähnlich wie Police Ignore Engage Player. Bin mir da nicht ganz sicher. Enable dieselbe Clock, wenn ihr das jetzt macht, dann habt ihr oben links eine Uhr. Wenn ihr dann Speedometer Kamera habt, anmacht, dann habt ihr unten rechts die Kamera-Anzeige. Genau wie mit der MPH-Anzeige, also mit der Miles per Hour-Anzeige. Player Visible Invisible ist das hier. Whee! Da kann ich mich unsichtbar mitmachen. Clear Wanted Level müsste klar sein. Ihr könnt eure Sterne wegmachen. Unlock Map, für die, die das Spiel komplett neu installiert haben, beziehungsweise einen ganz komplett neuen Spielstand haben, aber nicht jedes Mal das Spiel durchspielen wollen. Ihr könnt damit einfach alle Inseln, unsperren, sagen wir mal so, unlocken. Da könnt ihr da auf jede Insel und kriegt dann Sterne dafür. Open various doors. Ich glaube, das ist, wenn man beim Auto steht, dann kann man auch vom Polizeiauto zum Beispiel die Tür öffnen, obwohl die normalerweise gesperrt ist. Increase Wanted Level. Da könnt ihr zum Beispiel sagen, klickst du drauf und kriegst einen Stern dafür. So, und dann, oh, ich will ja doch keinen Stern haben. Dann gehst du hin, Clear Wanted Level und weg ist er. So. Go through doors. Dann gehst du ein bisschen nach vorne. Ich denke, da kann man auch so verschlossene Türen oder durch Gebäude und so durchgehen mit. Explode Nears Car, ist klar. Das nächste Auto wird explodieren. Das war das Motorrad in diesem Fall. Kann ich jetzt nichts für. Give Weapons 1 ist das gute Weapons Set. Also wie man sieht. Und Give Weapons 2 sind dann... Alter Schwede. Das war hart. Ja, und Weapons 2 sind dann halt die nicht so guten Waffen. So AK-47 und so was. Sit down, stand up. Das könnt ihr dann so machen. Könnt euch hinsetzen. Wenn ihr euch zum Beispiel bei einer Bank hinsetzt, dann setzt er sich auch genau auf die Bank. Das macht er dann einfach. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das erklären soll, aber er setzt sich genau drauf. So. Enable dieselbe Pigeons on Map, also die fliegenden Ratten, die wir in der Stadt treffen, diese Tauben, die werden dann komplett auf der Karte markiert. Die werden auch, die werdet ihr dann auch auf der ganzen Karte sehen, wie man sieht. Hier, das sind alle 100 waren das, ne? Oder waren 50, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, irgendwie sowas. Pickups on Map ist klar, denke ich mal. Dann seht ihr hier jetzt, wo hier zum Beispiel Munition ist. Hier zum Beispiel eine Granate oder hier Rüstung. Phone Sleep Mode ist klar. Dann ruft dich keiner mehr auf dem Handy an. Kannst du aber auch irgendwie auch hier machen.
Wenn du hier reingehst ins Menü, dann steht da auch Phone Sleep. Naja, Set Freeze Wanted Level ist klar. Du, sagen wir mal, du willst immer durchgehend 4 Sterne haben. Dann machst du das an, dann geht das auch nicht mehr runter. Auch wenn du gestorben bist, dann bleibst du bei 4 Sternen. So, hat ein Radar, also hier zum Beispiel die Karte wird dann ausgeblendet und die Munitionsanzeige oben links, dann siehst du auch nicht, welche Waffe du auswählst. Koordinaten auf dem Screen, genau, siehst du oben, wo du dich gerade ungefähr auf der Karte befindest. Fast One, den verstehe ich nicht ganz, auch wenn ich den aktiviere, laufe ich nochmal. Mobile Radio ist der hier. Siehst du, dann kannst du Radio anmachen, dann brauchst du nicht immer im Auto Musik hören. Super Jump verstehe ich auch nicht ganz. Clean Player Clothes ist, wenn du zum Beispiel total angeblutet bist, keine Ahnung, die Bullen haben da ja auf dich ewig eingeschossen und du deine ganze Kleidung ist voller Blut, dann drückst du drauf und der ganze Schmutz ist weg. Das ist wie Meister Popper. Ah ne, ist gar nicht das Waschmittel. Add Force to Player, dann passiert folgendes. Ist ein kleines witziges Ding, dann bleibt einer kurz liegen, ein paar Sekunden und dann steht er irgendwann wieder auf, keine Ahnung. Du kannst ihn währenddessen auch steuern und alles, naja. Add Explosion to One Player. Quasi so ein bisschen übertriebener Scheiß. Grab latest or nearest vehicle, dann springt das nächste Auto, was er findet. Ach nee, gar nicht. Dann hält er sich am nächsten Auto fest, was er findet. Wow, was ist denn jetzt los? Okay. Internet ist klar. Drückst auf Internet. Und dann kommst du hier ins Web-Interface rein. Da kannst du so reingehen und alles nachchecken. Ach hier. Okay, ja, hier, ich habe neue E-Mails. Ne, ist ganz witzig. Dann kannst du natürlich auch ganz normal ausloggen. So. Unlimited Ammo ist klar. Aber dafür hast du dann noch die Reload-Zeiten. Also du hast unendlich Munition, aber kannst trotzdem nochmal... Die Waffe muss nochmal nachgeladen werden. Ich erkläre das auch für Leute, die nicht so gut in Englisch sind. Ne? Also nicht wundern. Enable Disable Planes. Also auf dem Flughafen habt ihr Flugzeuge und in der Luft habt ihr ab und zu Flugzeuge. Die könnt ihr damit ausschalten. Dann findet ihr auch keine mehr auf dem Flughafen. Clear Object Cars, Pets, Police. Okay, Clear Area. Dann ist alles weg, wie man sieht. Und das respawnt auch direkt neu. Schon eine coole Sache. Relationship, da könnt ihr zum Beispiel für, keine Ahnung, warte mal, ich bin gerade am überlegen, was das nochmal macht. Ich glaube, da kann man irgendwie einstellen, wie welcher NPC auf dich reagieren soll. Ich habe es noch nie ausprobiert. Dieselbe Enable, In-Game Messages, ist auch klar, denke ich mal. Du kriegst halt keine Mitteilungen. Da siehst du zum Beispiel unten, keine Ahnung, normalerweise, wenn da dann steht, du wirst zum Einsatz gerufen, bla bla bla, möchtest du den Einsatz annehmen, jetzt mein Beispiel, dann siehst du die Nachrichten nicht, wenn du das dieselbe hast. Die Keys dieselbe machst du, wenn du zum Beispiel mit SCPD-FR spielst, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, Alt-F11 drückst oder SRG-F11, mit irgendeiner Taste spawnst du zum Beispiel an ein Auto, aber da du das ja natürlich nicht immer haben willst, also drückst du dann dieselbe Keys und du und der Trainer, ja, wie soll ich das erklären? Und der Trainer hat halt keinen Einfluss mehr darauf, welche Tasten du drückst. So, enable dieselbe Ragdoll, das heißt, deiner ist statisch oder ne, ich glaube, wenn man einen erschießt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, wenn man stirbt oder angeschossen wird, dann steht er einfach so wie so, keine Ahnung, wie eine Ragdoll da. Oder steht halt nicht wie eine Vector, genau. Player Drive Task Options. Das ist jetzt zum Beispiel. Ich glaube, das hat nur Auswirkungen auf deinen Fahrerskill. Also, du hast, glaube ich, besseres Handling und sowas, wenn du das einstellst. Und Timer Menu ist sowas wie. Unten rechts hast du eine Uhr. Kannst zum Beispiel einstellen, wenn du eine Action-Szene drehen willst. Dann hast du unten rechts immer die Uhr und weißt, wie lange du zum Beispiel aufnimmst. Keine Ahnung. Du kannst auch. Natürlich den anhalten, dann kannst du ihn fortsetzen, resetten, Stop and Hide Timer, so, und wegmachen natürlich. Jetzt gehe ich noch kurz auf die Autos ein. Das ist leider sehr komplex, immer alles zu erklären, alles, also werde ich wohl 2-3 Parts dafür brauchen. Ihr geht auf Autos, also Car Spawning, so. Sagen wir mal, du willst jetzt, keine Ahnung, den Sultan S haben, so einen richtig üblen Sportwagen. Dann spawnst du dir den natürlich mit der 5-Taste. So, siehst du? Der ist auch der schnellste Wagen im Spiel, nur angemerkt. Dann geht ihr, wenn ihr zum Beispiel die Wagen individuell angepasst haben wollt, dann geht ihr hin.
zum Beispiel dein Auto ist kaputt. Drückst du Fix-Car und alles ist in Ordnung. Ich demonstriere es mal ganz einfach. Keine Ahnung, ich habe mir jetzt mal irgendwie eine Schramme zugezogen, drücke Fix-Car. Na, warte, so. Und dann alles in Ordnung, auch das Blut verschwindet vom Wagen. Sehr schön. Clean-Car ist dann das gleiche. Ich sehe das zumindest hier gerade, dass das Clean-Car ist. Das sieht man wegen dem blöden Dashcam-Ding gerade nicht so gut. Change-Car-Color kannst du zum Beispiel eine Autofarbe einfach auswählen. Car-Rotation 90 Grad, du kannst dein Auto drehen. Open Left Front Door, die Türen öffnen halt so wie, komm, ich will meine Tür aufhaben oder ich will alles aufhaben, dann All Car Doors öffnen, so. Haben jetzt so eine kleine Need for Speed Show. Trigger Silence Alarm, du machst Auto Alarm dauerhaft an, wohlgemerkt, das geht mit der Zeit wirklich auf die Nerven. Engine on off. So, hast den Motor ausgemacht für dein Auto, kannst auch nicht mehr anmachen, kannst nur hier drüber. Close Left Door, so siehst du. Autos, Car Player, Visible, Invisible, dann fliegst du einfach so durch die Gegend. Hui! Ich glaube, das Licht siehst du auch nicht mehr oder vom Auto dann. Scheinen. Nee. Undercar Neon Lights, das. Ups, ah jetzt. Das zeige ich euch jetzt mal. Könnt ihr hier Neonlichter unterm Auto machen. Das ist auch sehr geil. Ihr könnt auch die Farbe einstellen. Ich nehme immer mal gerne. Welches nehmen wir denn? Guck mal, kannst du ja alles individuell einstellen. Ich glaube, da gibt's. Wo ist meine Lieblingsfarbe? Das war, glaube ich, so ein Grünton. Der hat auch geleuchtet. Obwohl, der geht auch. Der sieht cool aus. Make Car Dirty. Zum Beispiel ist der Wagen komplett dreckig. Level 3. Es gibt 4 Level. Okay. Hier, jetzt ist der Wagen richtig verschmutzt. Ihr könnt ihn auch wieder sauber machen. Mit Klinker. Hier, ich demonstriere es nochmal. Zack und sauber. Sehr schön. Dann gibt es Hydraulik. Der funktioniert ungefähr, sieht dann ungefähr so aus. So. Hui. Der kann ganz schön viel, der Trainer, ne? Ihr könnt da halt, übrigens, das geht online, ne? Nur angemerkt nochmal. So, dann geht die wieder zurück. Sagen wir mal, ich habe keinen Bock mehr auf die Hydraulik. Mach mal sie aus. So, Destroy Fix Car Engine. Für die, die, keine Ahnung, so. Als Beispiel, du willst jetzt irgendwie eine Action-Szene haben, keine Ahnung, und du willst ein Auto haben, was einen kaputten Motor hat. Dann machst du ihn an und der Motor raucht, ist kaputt. Du kannst ihn auch genauso reparieren, sagen wir mal, dein Auto ist am Brennen, machst du das und dann ist der Motor heile. Car Health ist klar, wenn du den auf 1 stellst, dann ist er ziemlich kaputt oder auf 10, ich glaube Minimum. Wenn du jetzt irgendwo vorfährst, brennt der, glaube ich, direkt. Ich weiß es jetzt nicht, ich glaube schon. Weil die Health normalerweise auf 0 sinkt dann. Aber wenn du auf 1000 setzt, dann ist alles in Ordnung. Lower Car, also ihr könnt den Wagen tiefer legen quasi. Da könnt ihr nur einstellen, wie tief der liegen soll. Minus 20 ist das höchste. Dann liegt der auf der Straße. Und wenn du dann fährst, der hat ein Handling, das ist nicht mehr. Das ist nicht mehr normal. Zieh das mal rein. Ich lenke nur ganz leicht, wo ich merke. Wow. Ich komme mir gerade vor über Harry Potter, wo die mit dem Bus fahren, weißt du? Und dann so. Wow. Genau. Dann machen wir den mal wieder aus. So, den hier, Lower Car, wieder ausmachen, dann geht er wieder hoch. So. Ihr könnt übrigens auch noch Nitro anmachen, ne? Das ist auf der nächsten Seite dann. Glaube ich, war das. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo das war. Ich meine, dass das hier war. Ja, doch. Ja, dann gibt es auch noch sowas wie Force Lights, ne? Also, ihr könnt euer Lichter, glaube ich, anmachen. Siehst du? Entweder man kann die Lichter komplett anmachen, auch, ne, guck, nachts kannst du sie zum Beispiel komplett ausmachen und sowas. Turn to Independence FM ist klar. Alarmlichter an zum Beispiel, dann leuchtet, dann blinkt der die ganze Zeit. Interior-Lichter ist sowas wie, wenn du jetzt die Tür aufmachst, dann leuchtet der Wagen ja normal, also dann kommt da auch noch ein bisschen Licht. Car Speed Up ist dann sowas hier. So. Siehst du, direkt 200 Stundenkilometer schnell. Jetzt bin ich irgendwo vorgeflogen. Okay, Leute, ich denke, das war dann mein Teil 1 dazu. Es gibt auch noch Nitro, ne? Nitro, ich weiß es nicht, ich finde den gerade nicht. Bei online habe ich den mal gefunden. Nitro gibt es noch, dann Car Speed Up, dann Slow Down gibt es auch noch. Ihr könnt zum Beispiel instant stehen bleiben mit 200 Stundenkilometern. So. Default Radio Station ist dann noch klar. Dann hast du, kannst dein Standardradio auswählen und musst nicht immer umschalten. Seatbelt, da verstehe ich nicht, ich glaube, das ist so ein Sitz.
Livery ist, glaube ich, die Fehde abhebt noch. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ich kenne nicht alle Funktionen. Okay. Delete all cars, explode, save cars, ah ja. Okay. Okay, gut, Leute, dann würde ich sagen, im nächsten Part zeige ich euch dann noch ein paar weitere Funktionen, zum Beispiel, wie man fliegen kann. Da kann ich euch jetzt noch zeigen, wenn ihr jetzt F6 drückt. Wenn ihr jetzt F6 drückt, dann macht ihr Airbrake an. Dann könnt ihr mit WASD steuern. Und mit den Numpad-Tasten könnt ihr dann fliegen. Nun gut, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, ne? Bis dahin, Leute, haut rein und ciao. Hui. Oh nein, die Bullen kommen.